Im Namen der Muslimischen Jugend Österreich möchten wir ein herzliches Dankeschön aussprechen. Immerhin habt ihr das ermöglicht, was wir hier heute feiern, 25 Jahre davor. Ich hoffe, dass es auch so ein Erlebnis für mich sein wird, in den nächsten 25 Jahren der Muslimischen Jugend Österreich hier zu stehen zu dürfen, bei einer neuen Generation, die viel gestaltet und so viel lernt, wie wir von euch gelernt haben. In diesem Sinne, dieser Applaus, den ihr gehört habt, war für euch. Und wenn ihr etwas ans Publikum richten möchtet, gibt es jetzt die Gelegenheit dafür. No pressure, aber... Die Jüngeren dürfen beginnen. Jünger wird man immer auf alle Fälle. Gut zugespielt. Ich hatte nicht so etwas erwartet, muss ich ehrlich gestehen. Ich weiß nicht, wie es euch beiden geht. Ich muss sagen, bei all den Reden, bei all den künstlerischen Einlagen, die man hier sehen durfte und insbesondere auch das allerletzte Stück, das wir gesehen haben, habe ich eine Sache bemerkt, also eine ganz persönlicher Eindruck. Wir haben vielleicht damit begonnen, wir waren ganz wenige, das mag alles stimmen, aber dort, wo ihr sie hingebracht habt, die muslimische Jugend, das ist sicherlich nochmal Lichtjahre voraus. Es ist in die Tiefe gegangen, es ist professioneller geworden und das ist alles euer Beitrag. Also ich bedanke mich natürlich für den Dank, der ausgesprochen wird, aber ich glaube, ich kann das an alle Leute hier zurückgeben, die Teil dieser Geschichte geworden sind und dazu beitragen, dass diese Geschichte weitergeht in ihrer Tiefe und in ihrer Breite. Und auch wenn das ein bisschen abgedroschen vielleicht klingt, weil es schon so viele Politiker gesagt haben, noch weitere 25 Jahre, aber ich hoffe, dass noch viele weitere Jahrhunderte auch auf euch warten und auf uns warten und die Geschichte weitergeschrieben wird von vielen anderen jungen Leuten, die nicht ihren Kopf senken. Bei all den Schwierigkeiten, die heute angesprochen worden sind, und ich bin ja davon besonders betroffen, aber ich glaube, die Existenz hier, die zeigt, dass das alles eine Zukunft hat. Und so wie ich euch hier sehe, so sehe ich eine sehr schöne Zukunft vor uns allen. Und das gibt mir Kraft, das gibt mir Freude, auch wenn ich nicht mit dem besten Beispiel vorausgehe, weil ich selbst abgehauen bin. Aber ich hoffe, ihr bleibt hier und zu einem gewissen Grad, und dann höre ich auch schon wieder auf. Manchmal habe ich mir gedacht, eigentlich verdient euch dieses Land nicht, weil ihr viel zu gut seid, bei all dem, was diese Idioten angerichtet haben die letzten Jahre. Und das ist noch eine sehr nette Ausdrucksweise, würde ich sagen, für alle, die meine Sprachkenntnisse kennen. Aber ich vermute, es wird einmal die Zeit kommen, da wird man sehen, dass das eigentlich falsch war. Und ich glaube auch wenn es die schwerwiegende Mehrheit ist, viele Leute da draußen wissen, dass ihr super seid und dass ihr eine wichtige Arbeit macht, die auch in dieses Land gehört. Ich bin nur ein Monat älter als du. Achso. Gut. Ja, es ist schon ein bisschen spät und es wurde heute wirklich, gab es sehr viele Reden, sehr viele Ansprachen und ich wurde ein paar Minuten vorher informiert, jetzt habe ich ein bisschen was überlegt, bin da privilegiert, aber ich bin auch der Älteste. Also du bist da, stimmt. Ich vergesse das immer. Nein, ich werde mich trotzdem kurz halten. Ich habe die Mühe... sehr, also nicht nur als Gründungsmitglied sozusagen von Anfang an dabei gewesen, sondern auch über sehr viele Jahre mitgestaltet. Aber habe mich vor schon sehr vielen Jahren, natürlich aus der operativen Arbeit zurückgezogen,
begleite aber die Mühe da und dort und berate da und dort. Und das, was halt ich halt bemerke, das ist so ein bisschen so mein Blick auf die Mühe aus der Distanz, auch in der Zwischenzeit als Vater von 4 Kindern, dass ich diese unterschiedlichen Phasen einer Entwicklung auch ähnlich halt betrachte. Man freut sich das erste Mal, wenn das Baby, also das Kind, Papa sagt. Ja? So diese Anerkennung, dieses Gegenüber und dann der erste Zahn kommt und die ersten Schritte, die man verfolgt. Man hilft viel, man entscheidet am Anfang auch noch, was das Kind anzieht und man begleitet es. Und irgendwann wird es ein bisschen schwieriger. Das Kind kommt in die Pubertät und man zieht sich zurück, man beobachtet. Es gibt auch Streit, es gibt Auseinandersetzung und es werden ganz andere Wege gegangen. Und trotzdem, ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber es ist so, dass wir die Entwicklungen der Mühe, nicht nur der Mühe beobachten, manchmal mit Sorge, aber auch gleichzeitig nicht mehr in der Form einwirken können, wie wir es vielleicht gemacht haben, als die Mühe noch ganz jung war. Und oft auch, wie gesagt, beratend und mit Sorge und vor allem auch heute. Es war ja sicher, wir sind zum Feiern da, aber es war doch einiges an schwerer Kost hier auf der Bühne, die dargeboten wurde. Und das hat ja nicht direkt mit der Mühe zu tun, sondern mit den Umständen zu tun. Und ich würde da oft auch dem Jugendlichen, der jugendlichen Mühe sagen, der Wind ist rauer geworden. Zirk die Worm an, hat meine Mutter immer gesagt. Die Jacken, Tauben, Schal nicht vergessen. Aber, liebe Mühe, auch mit Jacke, Schal und Haube sollten wir niemals vergessen zu feiern. Zu feiern, dass es uns 25 Jahre gibt, zu feiern, dass es uns noch viele, viele Jahre geben wird. Und wie gesagt, bei all der Umstände, der widrigen Umstände, niemals dieses Positive und das Party machen und das Feiern vergessen und aus dem Blick verlieren. Danke. So. Ja. Ich bin hier nur mehr Zuschauer und normalerweise bekommt man vorher gesagt, schau, du sollst ein paar Worte da und da sprechen, nicht mal das bekomme ich mehr gesagt. Aber es ist wunderschön zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich kann mich an unser erstes Sommercamp erinnern, das wir unter einer Brücke von einer Schnellstraße gemacht haben. Und ja, wir hatten aber Visionen und Ideen, die sind natürlich auch gereift, auch im Austausch mit vielen Personen, auch wo manche davon hier sind. Und ihr habt so euer eigenes Ding weitergesponnen und es ist einfach auch wirklich schön zu sehen, wie toll ihr diese Arbeit macht und es wie wenn man sein Kind sieht, wie er sagt, eben sich weiterentwickelt und auch eigene Entscheidungen trifft, eigene Wege geht, ist es wirklich mit Freude erfüllend, dazu zu schauen und das eben von der Seite hier zu betrachten. Ich möchte an dieser Stelle auch an erster Stelle Allah dafür danken, unseren Gott und Herrn, dass er uns vom ersten Tag an dieses Verständnis geschenkt hat, dass wir ihm näher kommen, indem dass wir uns um unsere Mitmenschen bemühen und uns anstrengen. Und das sollte nie aus den Augen verlieren, was eure Motivation ist, euer höchstes Ziel, Gottes Wohlgefallen zu erlangen, nicht nur in diesem Leben, sondern im nächsten hier auch. Und das lässt es einem auch viel leichter einerseits ertragen, wenn es manchmal ein bisschen stürmischer wird und trotzdem nicht stehen zu bleiben und andererseits auch demütig zu sein und dankbar zu sein für die Möglichkeiten, die man hat, dass er das nie aus den Augen verliert. Also vielen Dank, liebe Geschwister, liebe Gäste, für die Einladung und hier mitfeiern zu dürfen. Ja, vielen Dank. Nehmen wir das mit dem Strauß nicht.